Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück im Zarenreich im Jahr 1881. Ich habe mir in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen die Bilanz angeschaut und eine Sache ist mir nochmal aufgefallen. Und zwar hatte ich ja gehofft, dass wir ein paar mehr Zolleinnahmen durch die Handelsrouten, die ich zuletzt etabliert habe, bekommen. Was nicht passiert ist und der Grund dafür ist relativ simpel. Ich hatte ein bisschen aus den Augen verloren, dass wir tatsächlich 3 Handelsverträge schon geschlossen haben. Und zwar mit unseren größten Handelspartnern, mit Frankreich, Großbritannien und Preußen. Ich finde im Übrigen, das macht die KI immer ganz clever, dass sie einem da anbietet, wenn da auch wirklich der Handel läuft zwischen den Ländern. So, insofern, mit denen haben wir jetzt auch die Handelsrouten ja geschlossen gehabt. Das ist insofern erstmal nicht schlecht, weil es natürlich auch die eigenen Betriebe produktiver macht und indirekt auch die Steuereinnahmen verbessert, wobei das im Übrigen auch nochmal ein großes Thema ist. Mit diesem Steuerrecht, was wir haben, ja, die Grundsteuern, das ist natürlich auch nicht wirklich gut. Das muss auch geändert werden. So, aber zurück zu den Zöllen. Kann man da vielleicht was machen? Ich habe nachgedacht. Also Großbritannien, Preußen, Frankreich. Großbritannien, das will ich behalten, denn es ist, glaube ich, wichtig, dass wir hier sehr gute Beziehungen weiterhin pflegen zu dieser selbsternannten Weltpolizei. Haben sich wahrscheinlich hier gar nicht so genannt. Ich nenne sie jetzt mal so. Preußen ist unser direktes Nachbarland. Ja, auch da lieber auf Nummer sicher gehen und die Beziehung gut halten. Und das ist halt ein wirklich guter Weg, das zu tun. Aber Frankreich. Frankreich ist für uns eigentlich jetzt gar nicht mehr so wichtig, wenn wir Großbritannien fest an unserer Seite haben. Das war ja immer so ein bisschen das Gegenspiel zu Großbritannien gewesen. Ist aber nicht nötig. Aus dem Grunde, mehr nötig, werde ich diesen Handelsvertrag beenden. So. Damit verschlechtern sich die Beziehungen. Aber wir lassen mal ein bisschen weiterlaufen. Wir gucken jetzt mal unsere Handelsrouten an und checken jetzt mal alles, was mit Frankreich zu tun hat. Ob wir da nicht jetzt noch profitieren können. Ja, schaut mal, es könnte sein, dass die Sache jetzt sowieso nicht mehr lukrativ sein wird. Wir haben jetzt hier Zolleinnahmen. Schaut mal, wir sind echt krass. Wir sind von, was war das, 87 auf 60 runter. Das wird nicht so bleiben, weil die Sachen sind jetzt nicht mehr rentabel. Aber okay, dann exportieren wir halt da ein bisschen weniger. Es wird sich vielleicht wieder einpendeln. Ich glaube, das kann man eh rausnehmen. Das ist irrelevant. Diese kleinen Routen. Haben wir noch eine kleine Route? Ne, es sind doch die Bretterroute, die ist auch irrelevant. So, das heißt im Wesentlichen sind es jetzt noch 2 große Routen. Oder eigentlich müssten es 3 gewesen sein. Naja, hier werden mir 2 angezeigt. Die im Moment noch sehr viel Zolleinnahmen bringen. 11.000 hier, 7.000, 8.000 da. Aber das wird abnehmen. Wir werden mal das uns ein bisschen anschauen. Oh ja, okay. Ja. Geht jetzt krass runter. Na, obwohl, 11.000, 7.000, ja. Mal sehen. Es muss natürlich am Ende wieder rentabel werden. So, jetzt haben wir hier eine rentable Route. Die bringt immer noch fast 7.000. Okay. Und wie weit sinkt der Holzhandel? Ich meine, wir haben hier hohe Exportzölle, was aber jetzt okay ist. Ja, schaut mal, auf 8.000 oder so wird es runtersinken. Aber das heißt, netto immer noch 14.000 Mehreinnahmen. Einfach jetzt mal eben durch diesen Handelsvertrag, von dem wir nicht profitiert haben. Ich denke, keine ganz unwichtige Veränderung der Sache. Die nächste Geschichte ist inzwischen, sieht es jetzt hier mit unseren Sprengstoffen sehr, sehr gut aus. Wo haben wir die überhaupt? Hier sind die, glaube ich, ne? Ja, plus minus null. Deswegen denke ich, ist es an der Zeit, dass wir jetzt bei der Munitionsfabrik jetzt auch die Umrüstung machen und mehr Munition herstellen. Ja, das ist vielleicht da nicht ganz produktiv. So, dass natürlich Sprengstoffe jetzt wahrscheinlich wieder teurer werden etwas, aber Munition sollte jetzt deutlich günstiger sein, was unsere Ausgaben eigentlich auch nochmal ein bisschen reduzieren müsste. Denn die Waren für Militärgebäude, die dürften jetzt runtergehen, ja. Und das ist, denke ich, dann jetzt auch der Fall. Okay, zumindest ein paar Maßnahmen, die sicher helfen werden. Jetzt gucken wir mal. Jawohl, das Eigentumsrecht ist definiert worden.
Und jetzt bin ich gespannt. Also die Frauen sind jetzt wieder beteiligter als vorher. Jetzt bin ich gespannt, ob das Auswirkungen hat auf Interessensgruppen. Wir sehen, da ist, glaube ich, direkt ein kleiner Ausschlag. Na, wir schauen mal. So, außerdem haben wir gesehen, dass ein General gestorben ist. Und ich glaube, das war der, der zu dieser kleinen Port Arthur-Garnison... Nee, war es nicht. Zu wem gehörte dieser? Dann war es einer, der zur ersten Armee... Ja, sehen wir auch hier ganz eindeutig. So, das heißt, wir brauchen, denke ich, schon mal einen zweiten. Wir haben ja einen aus den Streitkräften. Die sind alle von den Werten nicht so doll. Maxim Romanov. Den holen wir, aber das ist der bessere Mann. Den werden wir... Ah, das ist aber Landadel. Nee, den können wir nicht befördern. Das geht einfach nicht. Das ist der Anführer des Landadels. Den können wir nicht noch weiter stärken. Dann wirst du jetzt erstmal so weit befördert. So. Der Mann vom Landadel ist allerdings schon recht talentiert als Defensivgeneral. Ja, könnte man argumentieren, ist ein bisschen cheesy jetzt, das so zu machen. Aber wir haben es auch schon schwer genug, finde ich. So, ja, ich glaube, da tut sich minimal zumindest was. Oh Gott, die werden immer schwächer. Der Landadel, was in Ordnung ist. So, wie weit sind wir mit unseren Ausbauten? Das sind jetzt die letzten Geschichten, die laufen. Und ich würde sagen, bevor die Osmanen jetzt hier technologisch möglicherweise aufholen, wir gucken uns nochmal ihre Situation an. Sollten wir, glaube ich, zuschlagen. Also, Plänkler, mobile Kavallerie, das heißt, da sind wir besser. Und hat sich hier noch was verändert zum Pro... Nein! Nein, ernsthaft? Österreich? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, das war genau der entscheidende Punkt. Ich hätte es vorher tun sollen. Okay, das war vermutlich doch das Ende dieser Beziehungspflege. Das hat sich jetzt nicht... No, doch, wir machen das ja noch. Hm. Was hat sich denn da so gravierend verändert, dass sie jetzt da einsteigen wollen? Vorzug für die Unterstützung von Rumänien. Vielleicht wurden Beziehungen verbessert. Sie haben möglicherweise ihre Haltung schutzbedürftig gegenüber Rumänien verändert. Sympathie für Rumänien. Bei uns halt nur plus 15. Wir müssen irgendwie diese Werte ändern durch ideologische Unterschiede unserer Regierung. Ach, könnte es sein, dass jetzt die Änderung in diesem Frauenrecht da was geändert hat? Oh mein Gott, das könnte natürlich sein. Sie haben eine konservative Agenda. Oh, das habe ich überhaupt... Obwohl, sie haben auch... Nee, es kann nicht sein. Sie haben auch Eigentumsrecht. Das kann jetzt keine... Das kann nicht der Grund sein. Was haben wir da noch für Faktoren? Ja, ich glaube, sie haben da irgendwie gegenüber Rumänien ihre Haltung verändert. Ja, gut, das ist schlecht. Dann können wir den Angriff noch nicht machen. Also diesen Krieg werde ich nicht führen. Gegen 278 plus 267 Bataillone. Selbst wenn die Briten auf unserer Seite sein sollten. Nee, der Krieg ist mir zu hoch. So, wir haben jetzt die nächste Stufe hier erreicht und haben immer noch genug Bürokratie übrig, um sogar hier noch auf Stufe 4 zu gehen. Und das ist schon enorm, wie effektiv dann unser Amt für Inneres, unser Geheimdienst arbeitet. Ja, warum diese Bürokratie jetzt hier verschwenden? Okay, es bringt ein bisschen staatliche Baueffizienz, ist aber relevant. Mit diesem Amt für Inneres, mit diesem Geheimdienst, müssten wir, glaube ich, eine riskante Reform durchbringen können. Wir werden den nächsten Schritt auch nochmal gehen. Es scheint zu reichen. So. Oh, das ist allerdings jetzt wieder ein guter Punkt. Die Streitkräfte haben patriotischen Eifer plus 10% Offensive, Defensive. Stark.
Das ist natürlich jetzt... Oder haben wir das gerade verloren? Haben wir gerade verloren. Na toll. Dann ist es kein guter Punkt. Ich hätte schwören können. Okay, ich habe es falsch gelesen. Kann passieren. Tja, die spannende Frage ist, durch die verbesserten Beziehungen, können wir da was ändern an dieser Situation, die wir eben gesehen haben bezüglich Rumänien? Können wir damit die Österreicher überzeugen, nicht den Rumänen zu helfen? Gut, das heißt, uns bleibt jetzt auch ein bisschen mehr Zeit für ein bisschen Konsolidierung. Es gibt einen griechischen Aufstand. Aber nur in Griechenland selbst. Ich dachte, das hätte was mit den Osmanen zu tun. Schaut mal, aber unsere Bilanz verbessert sich gerade sehr, sehr deutlich. Kommt das durch die Goldminen? Oder haben wir jetzt diese Ausgaben? Ach so, nein, die Bausachen reduzieren sich ja jetzt, genau. Wir sind bei minus 18.000. Und wenn jetzt noch die Fluthilfe wegkommt, dann sind wir im Plus. Dann sind wir im Plus. Die letzten Goldminen werden gebaut. Und fruchtbarer Boden. Joachim von Hessen-Darmstadt hat offenbar beschlossen, dass Russland angesichts des dortigen Einflusses der Intellektuellen ein ausgezeichneter Ort zum Leben wäre. Was ist der? Der ist für allgemeines Wahlrecht. Ist ein radikaler Intellektueller. Naja, grundsätzlich wollen wir wahrscheinlich erstmal irgendwann allgemeines Wahlrecht haben. Wollen wir das wirklich haben? Das ist noch so die große Frage, ne? Oder wollen wir doch lieber den Einparteienstaat irgendwann... Gut, das ist jetzt noch nicht das Thema. Wir gucken mal. Gibt es einen Grund, ihn zu verhindern? Auch wenn es die Intellektuellen stört, müssen wir ihn verhindern? Nee, das wollen wir nicht, glaube ich. Subversion angeklagt. Na, soll er reinkommen? Mal sehen, ob das irgendwie Chaos jetzt bringt. Ich kann das noch nicht richtig einschätzen. Ich glaube, wenn er jetzt hier allgemeine Wahl... Okay. Ich wollte gerade sagen... Wenn er allgemeines Wahlrecht jetzt fordern würde, das würde jetzt wahrscheinlich nicht so viel Unruhe bringen. Aber, ernsthaft, es gibt eine Fortschrittschance von 48%, das allgemeine Wahlrecht einzuführen. Das wäre ja unglaublich. Das Problem ist, was würde jetzt passieren? Die orthodoxe Kirche würde minus 20 von 13 auf minus 7. Das würde okay sein. Der Landadel würde sich radikalisieren, aber nur der Landadel. Und jetzt haben wir unseren Geheimdienst, der jetzt zuschlagen würde. Das ist natürlich, das ist ein absoluter Gamechanger. Stellt euch das mal vor, das allgemeine Wahlrecht in dieser Situation. Dann würde wahrscheinlich trotzdem die orthodoxe Kirche die Wahlen gewinnen. Aber es würde schon enorm viel ändern. Vor allem, weil diese Regierungsbildung natürlich dann anders wird. Oh Gott, das ist jetzt ein echtes Wabank-Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht erst in 22 Wochen machen. Der wird ja nicht sofort abreisen, wenn ich jetzt hier nichts unternehme. Wie alt ist der Typ? 44. Boah, der hat eine Beliebtheit von 125. Der ist ein charismatischer Hitzkopf und ein Märtyrer. Der ist ja unglaublich gut. Deswegen auch wahrscheinlich die hohe Wahrscheinlichkeit der Zustimmung. Okay, ich würde sagen, wir machen das. Warten aber noch einen Augenblick ab. Der Landadel scheint sich... auch langsam wieder ein bisschen zu beruhigen wegen dieser Eigentumsrecht-Geschichte. Wobei, wenn der minus 20 runtergeht, das werden wir nicht gegenkompensieren. Okay, das ist jetzt so eine gravierende Sache. Da bin ich ganz froh, dass wir jetzt gerade diesen Konflikt nicht gestartet haben.
Weil das sollte man jetzt nicht riskieren, in einem Krieg so eine grundlegende Verfassungsänderung oder überhaupt eine Einführung der Verfassung gewissermaßen durchzuziehen. Wir sind leicht im Plus und wir werden deutlich im Plus sein, wenn in 4 Monaten die Fluthilfe wegkommt. Außerdem haben wir noch Jeune École freigeschaltet. In der Marinebasis ist das relevant. Gucken wir uns das kurz mal an. Haben wir die Marinebasen hier? Ja. Das bringt einfach ein bisschen bessere Flotte. Erhöht allerdings auch die Ausgaben um 1700. Mehr Offiziere, was an sich schon auch ganz gut ist. Wir machen das auf jeden Fall. Rein aus Neugierde werde ich mal kurz gucken, ob sich hier irgendwas getan hat. Nee. Auch durch Sympathie für Russland. Da hat sich nichts verändert. Na gut, es ist wie es ist. So wie ich denke, wir werden informiert, wenn die Sache durchgesetzt ist. 8 Wochen sind es noch, keine lange Zeit. Und dann starten wir das. Natürlich könnte man argumentieren, dass man es jetzt auch schon starten könnte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Spielmechanik wirklich das dann dynamisch mitberechnet oder den Ausgangspunkt möglicherweise nimmt. Beim Start von irgendwelchen Protestbewegungen oder Revolutionsbewegungen. Deswegen gehe ich hier lieber auf Nummer sicher und warte, bis das Ganze eingeführt ist. Jetzt haben wir auch keine Bürokratie mehr. 2 Wochen sind es noch. Und außerdem auch nur noch 7 Wochen diese super teure Fluthilfe. Und dann haben wir wieder ein solides Plus. Zum Glück. So, die Landadligen sind auf minus 3. Die Orthodoxen leider nur auf plus 12. Da wäre es natürlich schön, wenn die sich nicht radikalisieren, weil dann könnte es doch nochmal gefährlich werden. Es scheint sukzessive runterzugehen mit der Bürokratie, nicht auf einen Schlag. Sag mal, es sind immer lange 2 Wochen, die hier vergehen. Was ist denn hier los? Ja. Könnte es sein, dass die fehlende Bürokratie jetzt dazu führt, dass wir es nicht umgesetzt bekommen? Nein, tatsächlich. 48 Bürokratie fehlt uns jetzt. Okay. Wir müssen... Boah. Wie kommen wir daran? Wir könnten jetzt Handelsrouten abschaffen, um die 45 Bürokratie zu bekommen. Aber uns fehlen 48, ne? Nein. Naja, gut, dann warten wir jetzt nicht länger. Dann bauen wir irgendwo noch Regierungsverwaltung aus. Im Zweifel sieht es ja aus in der Mandschurei. Da haben wir ein Riesenproblem mit Besteuerung. Aber da war es wiederum auch sehr schwierig, überhaupt ja, die Verwaltung voll zu bekommen. Ihr seht es hier. Hier lohnt sich also ein Ausbau nicht. Wo lohnt er sich noch? Wir machen 2-mal irgendwo einen Ausbau. Kiew und Moskau. Das müsste doch machbar sein, oder? Kiew, ja, das... Wir kriegen mit einer Stufe, kriegen wir 65 Bürokratie mit einer Stufe. Okay. Wir machen einmal hier und einmal Moskau. Und ja, komm, wir ziehen es jetzt durch. Ich warte jetzt nicht noch auf den Ausbau. Nochmal 14 Wochen werden wir jetzt nicht warten. Also. Wir schließen uns hier an. Es gibt schon eine 52% Chance auf den Fortschritt. Das, oh Gott, ist das die richtige Entscheidung? Aber es gibt 20 Millionen Individuen, die diese Bewegung unterstützen. Wo kommen die denn bitte her? Krass. Ja, okay. Und es sind tatsächlich nicht die 20 Millionen Radikale, sondern davon nur 4 Millionen Radikale. Also wir ziehen es durch. Oh mein Gott. Das wird eine tolle Angelegenheit. So. Also, jetzt ändert sich natürlich hier viel, ist klar. Wir kriegen jetzt
die Intellektuellen auf unserer Seite. Die Orthodoxen sind super frustriert, ebenso wie der Landadel. Der Landadel ist bei minus 20. Die Orthodoxen noch bei minus 8. Aber es kann sein, dass das noch wieder anwächst. Und dann ist die Frage, ob unsere Geheimpolizei gut genug arbeitet oder ob wir wieder etwas möglicherweise kurz vor der Beschlussfassung beenden müssen, weil die Revolution droht. Wer weiß das schon? Im Moment droht keine Revolution. Im Moment sieht das alles gut aus, weil wir halt nur den Landadel haben und der nicht mehr so stark ist. Das ist jetzt das Entscheidende. Wären sie jetzt bei 40%, sähe die Sache noch sehr, sehr anders aus. Im Moment läuft ja alles grandios. Die rote Angst. Der Aufstieg eines kommunistischen Regimes hat in der russischen Bevölkerung ein Gefühl der Angst und des Misstrauens ausgelöst. Viele befürchten, Russland werde dem Kommunismus als nächstes zum Opfer fallen. Ja, schön wär's. Was, wegen dieser popligen kleinen kommunistischen Abspaltung, die wahrscheinlich überhaupt gar keine Chance hat, seid ihr ängstlich? So, das kann auch hier passieren. Gewerkschafter hat minus 20% politische Stärke. Oder wir müssen die Panik verhindern. Antikommunistische Angst. Boah, minus 5% Stärke für Streitkräfte, für orthodoxe Kirche, für Industrielle, für Intellektuelle, für alle anderen, aber auch halt krass minus 3 Interessenzustände. Das geht nicht, weil dann ist die orthodoxe Kirche auch radikalisiert. Ja, tut mir leid. Dann geht es leider auf Kosten der Gewerkschafter, aber das ist jetzt für die nächsten 9 Jahre auch nicht so relevant. Das ist ein sehr unangenehmes Event, wenn man selber kommunistisch werden will. Eieiei. Aha, das ist irgendwie so ein Dauerevent. Der Aufstieg eines mächtigen kommunistischen Regimes in unserer Nähe. Ja gut, das ist ein bisschen lächerlich, oder? Das hat kein Schwein in Russland mitbekommen, was da passiert ist. Infolgedessen sind die linksgerichteten politischen Bewegungen ins Visier der Antikommunisten geraten. Wird fehlschlagen, wenn Russland hat Republik. Okay. Löst das Ereignis subtiler Terror aus. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so richtig entschieden haben. Keine Ahnung. Aber im Moment haben wir wirklich andere Themen und Sorgen. Wir wollen das Wahlrecht voranbringen. Und das wiederum sieht im Moment gut aus. Ja, schaut mal. Preußen stellt sich auf die Seite Mecklenburg-Strelitz und damit ist die Sache einfach schon geritzt. Es gibt dort... Das, also ich muss sagen, an sich ist das Event ja cool, aber das hätte man einfach so organisieren müssen, dass es nicht triggert, wenn es nur eine kommunistische Revolte gibt, sondern wenn es wirklich ein erstes kommunistisches Land gibt. Ja, rein spielmechanisch gibt es jetzt ein kommunistisches Land, aber wir wissen alle, dass es keine Chance hat. Das wäre besser gewesen. So, jetzt haben wir die Protestbewegung. Das ist jetzt der Punkt gekommen. So, und ich denke, schaut mal, jetzt kommt hier schon die Geheimpolizei zum Tragen. Wir haben hier minus 10% Radikalität durch Geheimpolizei. Interessanterweise unterstützen auch die Industriellen die Autokratie bewahren. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber ich denke, es sieht immer noch ganz gut aus. Das reicht noch nicht für eine Revolution. Außer wenn die Orthodoxen dazu kämen. Dann wird es schwierig. So, wir haben jetzt keine Fluthilfe mehr, deswegen haben wir jetzt wieder eine solide Bilanz. Wollen wir die warte, die Autorität ist ein Problem. Wir müssen was tun. Vielleicht sollten wir die Industriellen nicht mehr stärken. Ich glaube, wir brauchen zum Beispiel in Term nicht mehr, in Perm, wollte ich sagen, nicht mehr diese eine Kampagne, die wir da laufen haben. Die soziale Durchlässigkeitskampagne. Wir haben da jetzt, glaube ich, keine großen Probleme mehr. So, damit sind wir wieder bei 0.
Und wir haben Amt für Inneres auf Stufe 4 gebracht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hat das schon Auswirkungen? Oh ja. Wobei Stufe 4 ist immer noch minus 10%. Aber es wird zumindest aktualisiert. Doch, schaut mal. Da muss es einen Effekt gegeben haben. Die Anzeige ist noch nicht korrekt. Wir sehen, wie die Radikalität sinkt. Albrecht Kretschmar ist ins Exil geschützt. So, der ist Avantgardist. Nutzt uns das? Ach so, der ist auch ein allgemeiner Wahlrechtler. Okay. So, hannoverscher Liberalenaufstand ist auch irrelevant. Gut, also das können wir abwehren. Und ich sehe gerade, die Industriellen sind rausgegangen. Ich glaube, weil wir das mit der Autorität geklärt haben, sind die Industriellen jetzt wieder bei plus 5. Damit kriegen wir sogar hier Motoren des Fortschritts wieder. Und das führt dazu, dass sie die Sache nicht mehr unterstützen. Das war vermutlich der Grund, warum jetzt die Radikalität gesunken ist. Großbritannien? Embargo auf Frankreich? Was ist denn hier los? Okay. Die Feinstellung ist ja enorm. Insofern ganz gut, dass wir uns da gegen die Franzosen gewendet haben. So, ein populäres russisches Mitteilungsblatt hat eine Erklärung von Joachim von Hessen-Darmstadt veröffentlicht, in der mehrere Dichter, die für ihre Sympathien für die Landbewohner bekannt sind, Billigung und Unterstützung erfahren. Die Idole der russischen Kulturen stehen hinter unserer Reform. Plus 7%. Oder wir machen Anziehung für die Landbewohner noch. Nee, wir nehmen lieber diese 7% mit. Damit sind wir jetzt bei 60%. Das ist ein bisschen enttäuschend, dass es hier nicht gleich geklappt hat. Wie ist denn eigentlich die Blockademöglichkeit? 26%. Ja, ist auch nicht ohne. Aber es sieht doch insgesamt ganz gut aus, würde ich sagen. Großbritannien hat die Französische Republik zum Rivalen erklärt. Auch interessant, ja. Nebenbei immer mal ein kleiner Blick auf diese Geschichte. Österreich ist immer mehr auf der Seite von Rumänien. Tja, da ist wohl bald kein Reinkommen mehr. Man könnte natürlich die Osmanen direkt attackieren, das wäre auch eine Möglichkeit. Und boah, da wären aber die Spanier auf der Seite der Osmanen. Will man auch nicht unbedingt haben. So, was unterstützt er? Bewegung für Autokratie. Danny Jar, da kann man nur hoffen, dass er nicht auch noch zu uns kommt. Marsch gegen den Frieden. Demonstranten, die sich von der scharfen Rhetorik von Joachim von Hessen-Darmstadt inspirieren ließen, sind durch St. Petersburg marschiert und haben eine militärische Intervention gegen das kommunistische Regime Mecklenburg-Strelitz gefordert. Hallo? Die haben doch jetzt keine Chance, oder was? Ja, die werden gleich zerschlagen. Das Problem ist, wenn wir das jetzt machen, die Tatkraft der Menschen sollte besser für etwas Konstruktives eingesetzt werden. Reduzieren wir natürlich die Beliebtheit von Hessen-Darmstadt, damit auch wieder die Unterstützung für das allgemeine Wahlrecht. Und die Oberschichten-Pops werden radikaler. Es gefällt mir nicht. Kriegsfieber. 5% radikaler durch sinkenden Lebensstandard. Wodurch radikalisieren sich unsere Leute? Ja, das ist schon nicht ohne, ne? 774.000 durch den Lebensstandard. Und in Ingermannland werden die Unterschichten-Pops radikaler. Nee, aber das andere will ich nicht. Ich will das jetzt hier. Das ist so ein entscheidender Punkt, das allgemeine Wahlrecht. Wir machen das. Wir stellen uns gegen die Kommunisten. Noch ist es ja okay. Noch sind wir selber keine Kommunisten. Das sind taktische Gründe. Ihr wisst, will ich auch noch mal kurz sagen, weil ab und an
da Kommentare kommen. Dies ist kein Rollenspiel-Let's Play im engeren Sinne. Das heißt, noch sind wir nicht Kommunisten. Wir haben nur ein übergeordnetes, in gewisser Weise erstmal spielmechanisches Ziel. Aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt auf dem Weg dorthin immerzu schon kommunistisch verhalten. Das machen wir nicht. So, die Preußen holen sich Munition aus unserem Markt. Interessant. Okay, also die haben keine Chance. Die Orthodoxen bleiben auch bei minus 8, so wie es aussieht. Das heißt, die Situation ist schon an sich erstmal einigermaßen stabil. Jetzt müssen wir nur noch hier mal ein bisschen Erfolg haben. Ich meine, 60%, das ist doch eine Hausnummer. Da muss doch mal was passieren. So, wir könnten nebenbei hier noch Autonomie verringern. Das nehmen sie auch sofort an, kein Problem. Und hier... Hier ist nichts möglich. Doch, auch hier nehmen sie es sofort an. Okay, alles klar. Die rote Angst ist beendet. Wurde aus dem Journal entfernt. Ja, wahrscheinlich, weil Mecklenburg-Strelitz, ja, weil es nicht mehr existiert. Das wiederum ist allerdings cool, dass das Ganze dann einfach auch weggeht, wenn der Anlass weg ist. Das finde ich gut. Ja, das dauert auch so seine Zeit, ne? 1. Juni 83. Dann haben wir die nächste Chance auf einen Fortschritt. Und wird sich die Hoffnung erfüllen? Das kann doch nicht wahr sein. Was eine routinemäßige Rede über die Vorzüge des Gesetzes von Valerie Ostrowski hätte werden sollen. Der Anführer der Intellektuellen verkam rasch zu einem wahren Desaster in Sachen Öffentlichkeitsarbeit seiner Interessensgruppe der Intellektuellen. Das kann doch nicht wahr sein. Bei 60%, das zweite oder dritte Mal. Was machen wir jetzt? Nehmen wir den Rückschlag hin und kriegen dann 70%. Allerdings auch 10% Erlassungszeit? Ich würde sagen, ja. Hinzu kommt, dass Ostrowski damit noch gerissener Opportunist wird, was ihm nochmal plus 5% politische Stärke gibt, was auch ganz gut ist. Also, verwerfen wir den derzeitigen Entwurf und betonen wir das Neuverfassen. Wir sind bei 70% mit einem Rückschlag. Aber an dieser Stelle machen wir erstmal Pause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit der spannenden Auflösung der Frage, bekommt das Zarenreich mit einem Mal möglicherweise das allgemeine Wahlrecht? Und vor allem die Frage, was passiert dann überhaupt? Also in diesem Sinne, bis dahin macht's gut, euer Steinballen.